Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und schon wieder für euch in Shadowlands X. Und heute möchte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten der Necrolords, und zwar die Berufungskisten wollen wir aufmachen. Ich brauche hier immer noch einen von den Necrorochen daraus. Und ja, mal gucken, 20 Kisten machen wir auf. Ich habe heute ein bisschen Lucky Tag tatsächlich. Ich habe vorhin die Scheibe aus Tajavesh bekommen und ich versuche das Glück jetzt mitzunehmen wie die Necro-Kisten und dachte mir, komm, wir machen jetzt 20 auf und vielleicht haben wir da auch das Mount drin. Gut, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Kiste hier beim Main Nummer 1. Da waren jetzt tatsächlich nur graue Sachen drin. 19 haben wir noch. Jetzt hauen wir das mal hier kurz weg und dann können wir eigentlich bei dem auch schon ausloggen. Und dann hier auf dem ersten Twink, da haben wir dann... Oh, halt, das ist eine falsche Kiste. Hätten wir fast eine... Hier, Tribut des Hofes. Gut, die können wir auch mit aufmachen. Das stört da nicht. Kiste Nummer 2. Konduit ist da drin. Kiste Nummer 3. Noch ein Konduit. Oh gut, das ist so eine Extra, da kann nichts drin sein. Gut, 3 haben wir. 17 brauchen wir noch. Jetzt schauen wir mal die nächsten. Dann haben wir Kiste Nummer 4. Conduit, Kiste Nummer 5. Ach komm, zahlen wir sie gleich ein, wenn wir schon mal hier sind. Diese blöden Conduit-Teile, ich sag's euch. Ich werde davon überschwemmt, wenn ich die Kisten immer aufmache. Und irgendwann ist das komplette Inventar dann zu. So, hier Conduit, rein damit. Und das auch. Dann können wir schon mal switchen. Hier haben wir nämlich auch nochmal 3 Kisten, oder? Ja, yep, nicht, dass ich wieder falsche Kisten aufmache. Dann 5 hatten wir, 6, 7, 8. Oh boy. Ah, ich habe einen Transmog gekriegt. Zumindest Schuhe, ne? Besser als nix. Und wieder mal einen Haufen Conduits. Ich glaube, wenn ich hier meine Mounts mal alle habe, dann sieht es bei den Twinks ganz gut Conduit-technisch aus. Nicht, dass ich das brauchen würde, aber naja, man kann es ja mitnehmen. Dann kommen wir zu den nächsten Kisten. 8 hatten wir, Nummer 9, Nummer 10. Yes! Nie wieder diese Kisten farmen. Da ist einfach das Ei. Da ist einfach das Ei. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und da ist mein letztes Mount. Es sind nämlich gerade, ne? Es sind nämlich gerade nochmal zwei Necrolord-Berufungs- Dailies oder ja, halt so Berufungsquests offen, ne? Und ich habe überlegt, ob ich jetzt morgen nochmal mit 19 Chars diesen Kack mache. Und ihr könnt euch vorstellen, also die Berufungssachen prinzipiell geht es ja. 3 Dailies machen, das geht, ne? Aber wenn du es mit 19 Chars machst, das kostet dir einen halben Nachmittag, ja? Oder einen ganzen Nachmittag, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt machst du die Kisten noch auf, weil eventuell kannst du das sparen. Und Gott sei Dank, ich konnte mir das sparen und muss jetzt nicht nochmal diese blöden Kisten farmen. Das freut mich jetzt unbandig. Was wir aber trotzdem machen werden, wir machen jetzt die restlichen Kisten nur auf, die ich gefarmt habe. Und schauen, vielleicht ist ja nochmal so ein Ding drin und können uns so ein bisschen drüber beäumeln, dass noch eins gedroppt ist. Aber dass man es vollständig kann, machen wir die 20 auf. Was hatten wir? Wir waren jetzt bei 10, ne? Dann haben wir hier Nummer 11. Und, achso, das ist ein Tote aufgestiegen, den brauchen wir nicht. Gut, dann loggen wir weiter. So, hier haben wir auch noch ein paar rumliegen. Nummer 12 müsste das sein. Nummer 13 und Nummer 14. Das hier ist noch... Achso, das ist noch eine andere Kiste. Die muss ich dann so mal noch öffnen. Gut, dann loggen wir weiter. Dann haben wir hier Kiste Nummer 15. Nummer 16 und Nummer 17. Also ich glaube nicht, dass wir noch ein Ei rauskriegen, aber wir gucken jetzt einfach noch. Also 3 Kisten müssten wir dann noch aufmachen. Jetzt zahlen wir hier noch kurz die Conduits ein. Und was wir auch nochmal gucken, wie die Mounts denn aussehen, weil ich habe ja jetzt alle fertig. Necro-Rochen. Und zwar, ich glaube, den lilanen hatte ich schon, ne? Und ich glaube, den grünen hatte ich schon. Den gelben, den habe ich jetzt gerade bekommen. Oder was der Ding... Also ich weiß auf jeden Fall, die lilanen habe ich als erstes gekriegt, ne? Aber das ist auch schon wieder ein bisschen her mittlerweile. Wie viel habe ich jetzt insgesamt aufgemacht?
Ich war ja bei über 300. Ich glaube, das letzte Mal war ich bei 335. Also wir müssten jetzt bei über 350, über 350 Eier sein, beziehungsweise Kisten, besser gesagt, nicht Eier, die ich aufgemacht habe. Schon krass auf jeden Fall. So, noch zum letzten Char rüber. So, dann haben wir hier die letzten drei Kisten, Nummer 18, 19 und Nummer 20. Und da war jetzt leider nichts mehr drin, aber ist nicht so wild. Wir haben ja alle drei Mounts, nur der vollständigerweise habe ich die jetzt noch aufgemacht, dass mir keiner nachsagen kann, oh, du hast in den Videotitel reingeschrieben, es sind 20 Kisten, das ist wahnsinnig. Aber ich will die Leute nicht spoilern, weil wenn ich weniger reinschreibe, dann wissen die schon, okay, warum macht er jetzt nicht mehr 20 auf? Dementsprechend haben wir jetzt noch alle drin. Jetzt haben wir hier die Conduits noch rein. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar mehr. Ich glaube, so 3-4 habe ich noch auf einem anderen Char. Die muss ich dann nochmal irgendwann so mal aufmachen. Da ist ja auch ein bisschen Gold drin. Aber fürs Mount sind wir durch. Jetzt erstmal keine Berufungsgeschichten mehr für mich. Aber was natürlich nicht ausbleibt, sind hier immer schön die Angriffe, ne? Die darf ich natürlich weiterspielen, bis ich da die Mounts habe. Und jetzt kommen wir von einem Kistending ins andere. Und naja, mal gucken. Vielleicht habe ich da ja dann auch bald mal Glück und krieg die Kisten quasi auch fertig. Gut, ich verabschiede mich dann von der kleinen Videoserie. Necrorochen haben wir eingetütet. Und ja, dann sehen wir uns bei anderen Opening-Events oder Guide-Videos wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.